so die Kamera komplett abgedeckt, dass man nicht beunruhigt wird. So, was ich sagen wollte, ja, weil das ist jetzt da wurscht, ja. Ob ich jetzt da sage, links oder rechts oder vor mir oder hinter mir, ja. Aber Punkt 1, ja, für mich war der Mopedfahrer einfach nur ein Mopedfahrer, der was fragt, ja. Und ich habe keine Geheimnisse, ich habe keinen Grund gehabt, ihm irgendwelche Lügen aufzutischen, ja. Ich habe ihm einfach das gesagt, was die Wahrheit ist, was der Wahrheit entspricht, ja. Also habe ich ihm das erzählt, habe er das eigentlich auch gefragt. Haben Sie das mitbekommen? Gestern, heute, Vollsprühaktion, ja, und ziemlich tiefe Lagen. In solchen Lagen, wo weder Landevorgang stattfindet, beziehungsweise normale Flugzeuge fliegen, das ist maximal, dass kleine Flieger dort fliegen in den Höhen, also so tief, aber wiederum nicht so ganz tief, ja. Und dass wenn die durchfliegen in seiner Höhe, dass man das sehr stark den Lärm hört und nicht nur, wenn man unter so einem Flieger direkt unmittelbar darunter steht, sondern unter einem größeren Öffnungswinkel sogar. Also man steht auf 60 Grad zu dem Flieger und man hört den Flieger. Ja, wie der Flieger laut ist und weil er so tief ist und auch unter 60 Grad ist er nicht so weit, dass man ihn nicht mehr hören kann. Ja, wenn er jetzt da, weiß ich nicht, 12 und mehr tausend fliegt, dann hört man überhaupt nichts, aber überhaupt nichts. Auch wenn total sauberer Himmel ist, der ist einfach dann so weit, ja, unter einem kleineren Winkel, 10, 15, 20 Grad, ja, hört man nicht einmal ein Zeichen, dass da irgendein Lärm in der Luft durchfliegt, ja. Und das Zweite, wenn ich das diesem Mopedfahrer, ja, nicht gezeigt hätte, ja, was genau auf dem Video ist, dann sage ich überhaupt nichts, ja. Aber ich habe ihm das gezeigt, ja. Haben Sie sowas schon gesehen? Haben Sie sowas zu Gesicht bekommen? Oder haben Sie sich schon Gedanken gemacht, was da in die Luft eigentlich ausgesprüht wird? Ich sag ihm das noch. Für mich ist das ein ganz normaler Mopedfahrer. Und das angebliche Objekt ist sogar hinter meinem Rücken, ja, aber das spielt jetzt keine Rolle. Wichtig ist, ich habe das dem Mensch, in Anführungszeichen Mensch, in Klammern Mopedfahrer, für mich unbekannt, wer er ist, welche Ausbildung er hat, was er von diesen Materien, was ein bisschen mehr außerhalb des allgemeinen Wissens geht, was er davon weiß, ja, und somit habe ich auch nicht irgendwie überlegt, welche Intelligenz dahinter dem Menschen so stecken kann, ja, aber wie gesagt, er hat das Video gesehen, ja, er hat gehört, was ich zu ihm gesagt habe, und das hat sich bezogen an diese Chemtrail-Sprühaktion am 6. und gleich in der Früh am 7. ist es dann weitergegangen, ja. Diese Aufzeichnung ist in Richtung 16., 15., 14. Bezirk, so über Nussberg. Ja, also ganz in eine andere Richtung als das angebliche, will ich gar nicht jetzt da sagen. Ja. Und also er hat das alles gehört. Ja. Und jetzt da kommt zu diesem Schreiben. Ja. Bitte um eine Stellungnahme, bla bla bla. Und da überlege ich mir als erstes, ja, also wenn ich jetzt da höre, den Begriff Geschäftsführung, ja, ich meine, ich will jetzt da keinen angreifen, ich will keinen lächerlich machen, das ist nicht mein Vorhaben. Es ist nur, weil es ist äußerst interessant, wenn jemand mit Geschäftsführung tituliert wird, ja, dann erwarte ich von so einem in Anführungszeichen Menschen eine höhere Intelligenz als von einem normalen Menschen und vor allem in dem Fall, wenn er das Video gesehen hat, dass dort der Nussberg und die Wolken hinter Nussberg zu sehen sind. Ja, das ist Punkt 1. Punkt 2. Ich habe ihm über diese Problematik mit dem Klima
Engineering oder Klimaengineering, Geoengineering, Chemtrails erzählt. Ja, ich wundere mich, dass ich das jetzt da eigentlich den Text geschrieben habe, wenn der Mensch das von mir gehört hat. Also, wo ist jetzt die Intelligenz? Wo ist jetzt die Intelligenz, frage ich mich. Hat er das nicht geklappt? Weiß er nichts davon? Oder was ist dahinter? Und was mir auch noch eingefallen ist, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass der Mensch so niedrige Intelligenz hat, dass er sowas tun kann. Oder sowas tut. Ob vielleicht dahinter nicht das ist, dass ich die Austro-Control versucht haben, mit irgendjemanden in der Gegend in Verbindung zu setzen, weil sie mussten aus dem Winkel des Videos erkennen, ja, was da um mich so ungefähr sein kann. Ja, also es könnte durchaus sein, dass irgendwelche Geheimdienste, die in Verbindung mit Austro-Control irgendwie in Verbindung sind, einfach alle Firmen versucht haben zu kontaktieren, ob dort nicht irgendwas wie gemacht wurde. Ja? Und es könnte durchaus möglich sein, dass irgendjemand, ja, auf das hier gekommen ist und die Austro-Control oder diese Leute, die da irgendwie diese Beeinflussung ausüben, sich gesagt haben, na gut, dann versucht man denjenigen über diese Wege unter Druck setzen. Ja, mundtot machen, weil anders kann ich mir das nicht vorstellen. Also es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Ja, entweder fällt diesem Mopedfahrer in Anführungszeichen Geschäftsführung die Intelligenz bei dem allem, was er von mir erfahren hat und das Video gesehen hat, oder von Austro-Control über irgendwelche Geheimdienste wurde er ausgeforscht und unter Druck gesetzt. Sonst kann ich mir das nicht erklären. Sonst nicht. Ja? Und ich bin jetzt da gespannt, wie sich jetzt da meine Firma dazu äußert. Ja? Ich meine, weil das ist das erste Mal, was ich so in einem Text schreibe, um was es eigentlich geht. Dass es da um ernste Dinge geht. Ja? Dass es da um Versprühen von Chemikalien, dass es mit Chemikaliengesetz zu tun hat, dass es mit Umweltschutz zu tun hat, ja, dass es mit Straftat zu tun hat. Also ich bin da wirklich gespannt, wie sich dazu meine Firma äußert. Weil sie können mich nicht zwingen, dass ich da Beobachter von einer Straftat bin und sie verdusche. Das können sie von mir nicht erwarten.